360 Football hier mit einem neuen Video zum Thema Techniktraining für Kinder. Den ersten Teil findet ihr hier unten in der Videobeschreibung, den unbedingt abchecken. Da geht es darum, wie die Kinder selbstständig oder alleine durch Übungen durchgehen, die auch effektiv sind, um die Technik schon früh aufzubauen. In diesem Video hier geht es vorwiegend auch um den Spaß und um Übungen, die die Kinder zu zweit machen können. Legen wir los. Die Übungen sollten jeweils einfach umsetzbar sein, das heißt, sie sollten nicht zu komplex sein. Sie sollten den Kindern auch Spaß machen und drittens, mit ein paar spielerischen Elementen sollten die Kinder natürlich auch lernen, besser mit dem Ball umzugehen. Bei der ersten Übung, in Schweizerdeutsch nennen wir es Fangis und auf Hochdeutsch heißt es Fangen. Wir haben beide einen Ball. Wir stehen am Anfang gegenüber und dann ist es zum Beispiel mein Ziel, ihn zu fangen und er muss eigentlich von mir wegkommen. Wir machen ein Dreieck hier. Man darf nicht durch das Dreieck durch. Wir müssen immer außenrum ihn fangen. Man kann auch die Richtung wechseln. Ja, wir zeigen euch kurz vor, ganz langsam. Also ich bin der Fänger, Nick muss von mir wegkommen und los. Also ich fange, versuchen hier zu fangen, dann kann ich auch mal auf die andere Seite gehen und kann auch ein bisschen jagen die ganze Zeit, dann auf die andere Seite und dann, jawohl. Ja, Leute, Nick war zu schnell. Das Ziel ist eigentlich, dass der Fänger den anderen fangen muss. Die Übung geht immer 30 Sekunden lang. Die Spieler bekommen immer einen Punkt, wenn man den anderen fangen kann mit der Hand oder wenn der andere, der weglaufen muss, es schafft 30 Sekunden lang nicht berührt zu werden. Wir haben auch bei unseren Individualtrainings gemerkt, dass die Übung mit den Kindern sehr, sehr Spaß macht. Also die Kinder haben extrem viel Spaß dran. Aber man trainiert auch sehr vieles. Man trainiert die Ballführung. Man trainiert, dass man den Blick nach oben muss und schauen, wo der macht jetzt einen Richtungswechsel oder nicht. Plus, man hat auch viele Richtungswechsel. Ist wirklich eine geile Übung. Ein kleiner Tipp noch von mir. Benutzt mehr den Außenrist. Nick zeigt es euch kurz vor. Anstatt den Innenrist. Da ist man unserer Meinung nach, jeder hat da eine andere Meinung, aber unserer Meinung nach ist man so einfach noch ein Ticken schneller. Zweite Übung, hier brauchen wir zwei kleine Tore und da gibt es zuerst einen kleinen Sprint, aber nachher gibt es ein 1 gegen 1 und dort werden vor allem die technischen Sachen gefördert. Wir zeigen es gleich vor, wie der Ablauf ist. Der Abstand zwischen den zwei Toren vielleicht zuerst noch ist jetzt hier 10 Schritte. Also man ist so diagonal gegenüber, man braucht einen Ball und dann aufs Kommando, ich mache jetzt das Kommando, los, sprinten beide rundherum. Ich nehme hier dann den Ball und dann ist das Ziel, ins 1 gegen 1 zu gehen und dann mit guter Ballkontrolle versuchen da irgendwie durchzukommen und dann gibt es ein Tor und dann wechselt man die Ausgangsposition. Das heißt, wenn es jetzt nur zwei Kinder wären, dann wäre ich natürlich jetzt hier, würde man wieder starten, los. Und dann bin ich defensiv. Keine Chance. Und so kann man auch beispielsweise verschiedene Felder aufbauen. Es kommt immer darauf an, wie viele Kinder dabei sind. Ja, was wird trainiert? Ballkontrolle, 1 gegen 1 und sie haben auch wirklich Spaß dran. Plus am Anfang der Sprint natürlich, kommt auch noch dazu. Beim Sprint geben sie im Normalfall automatisch Vollgas, da sie einen Vorteil haben, wenn sie schneller sind. Und kein Kind möchte hier verlieren, darum wird auch das 1 gegen 1 in der Regel richtig durchgezogen. Dritte Übung, hier ist es auch wieder eine Duellform. Es geht aber nicht um die Ballkontrolle, wie bei den vorherigen zwei Übungen, sondern mehr um den ersten Kontakt und den Pass. Meistens relativ schwierig bei den Kindern zu trainieren, aber durch dieses Setup, das wir hier haben und gleich erklären, möchten sie auch hier gewinnen und dementsprechend sind sie gezwungen, einen sauberen ersten Kontakt zu machen und auch einen sauberen Pass zu spielen. Also das Setup ist folgendermaßen. Wir haben jetzt hier die Linie genommen als Rand. Und hier Markierungshütchen. Wenn man genug Markierungshütchen hat, kann man natürlich auch dort Markierungshütchen hinstellen. Aber hier einfach mal zum Zeigen, man kann auch ein bisschen die Linie nutzen.
zeigen wir mal die Übung vor. Hier die zwei flachen Hütchen geben die Mitte vor. Es geht hier drum, zack, erster Ballkontakt, spielen. Und so sind sie gezwungen, sauber zu spielen. Wenn ich jetzt hier so rausspiele, dann wäre das in diesem Fall ein Punkt für Can. 1:0 für ihn. Hatte ich einen krummen Fuß hier. Okay, und da geht das weiter. Und da kann man beispielsweise eine Minute machen, schauen, was da steht. Und dann gibt es natürlich für das Kind mit der höheren Punktzahl gibt es einen Punkt. Und dann macht man natürlich auch Seitenwechsel. Jetzt für mich hier links annehmen, rechts spielen. Und so kann man eigentlich starten. Es gibt da natürlich noch schwierigere Varianten. Außenrist wäre möglich. Oder dann mit der Sohle mitnehmen. Kann man alles mit einbauen. Ist dann natürlich schon etwas schwieriger. Aber trotzdem habt ihr so mal verschiedene Varianten schon gesehen. Das war's mit dem Video Techniktraining für Kinder Part 2. Wie Nick schon gesagt hat, der erste Part findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja Leute, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr nächste Videoideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und wir hören uns, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao.